Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sehen wir schon wieder Kleinigkeiten, die wir nicht richtig gemacht haben. Und zwar haben wir hier die Kisten nicht sozusagen für den Bau vorhanden. Das hier auch wirklich. Sprengstoff kann nicht angeliefert werden. Die Sprengstoffproduktion jetzt zu kleinen Unten, ne? 40 sind verfügbar. Ja, wahrscheinlich schon verplant oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na gut, okay. Wir werden sehen, wie es klappt. Aber die Geschossproduktion kann dadurch noch ein bisschen erhöht werden. Denn da brauchen wir ja ein bisschen was. Für unsere Kameraden hier. Wie will ich denn davon, lasse ich ihn davon zu? 52 sind drin. Aber hier liegen ja auch schon ein paar Geschosse. Also, wie gesagt, da geht ja schon ein bisschen was. Alles klar. So. Gut. Denn wir haben ja umgestellt auf Artillerie, Geschütztürme. Und auch hier fehlen immer diese Kisten anscheinend. Ja. Das heißt, ich muss irgendwo so eine Kistenproduktion haben. Habe ich die noch nicht? Dachte, die hätte ich schon irgendwie irgendwo irgendwann mal gesehen. Ah, wir haben bloß diese Art von Kisten, ne? Die anderen Arten von Kisten haben wir nicht. Gut, lang ja eigentlich auch hin, wenn man die Kisten hat, ne? Das ging hier mal weiter. Das hat hier irgendeiner abgerissen. Irgendein richtig nicht mitdenkender Mitmensch. Mal gucken wir mal, ob das hier so einfach weitergehen kann. Wenn ich jetzt hier eine Fabrik hinstelle. Eine Fabrik. Da, grün. Und der sage, mach mir mal die Kisten. Was braucht der denn? Er braucht den Chip und eine Breast Chest. Das ist neu. Okay. Machen wir das hier. Ah, dann hat sich vielleicht das Rezept geändert und deswegen ist das da nicht mehr hin. Ja. Okay, na gut. Dann lassen wir die denn hier produzieren. Das ist ja nicht weiter wild. Den Unfug kennen wir ja. Was ist ja nicht das für ein Unfug hier? Ich muss das irgendwie nochmal neu sortieren irgendwann. Man geht zwar so, hier ist eine Lücke drin, weiß auch keiner warum, ne? Immer die Kisten hier oben drunter. Setzen wir hier einfach mal neu an. Klick. So. Die Kiste baue ich selber. Haben wir nicht mehr genug. Machen wir uns noch eine. So. Janne. Fabriziere. Und zwar möchte ich hier ganz gerne haben die Kiste. Hier möchte ich ganz gerne haben die Kiste. Hier möchte ich ganz gerne haben die Kiste. Hier möchte ich ganz gerne haben die Kiste. Nase juckt. Gar nicht mal so gut. Und die roten, ne? Active Provider Chest, Passive Provider Chest. So. Und. Ne, rot. So. So, das soll da anliefern. Das war der falsche Klick. Das soll da anliefern, das soll da anliefern, das soll da anliefern, das soll da anliefern, das soll da anliefern. So, jetzt müsste eigentlich irgendwas losgehen hier. Warum bauen die eigentlich nicht? Sie sind alle noch beschäftigt mit Sandschmeißen und Blödsinn, ne? Habe ich jetzt gar nicht mal mehr genügend. So. Ein Strom, das ist natürlich auch ein Zustand hier. So. Okay, jetzt werden hier massiv Chips angeliefert. Oh, wollen sie aber viele haben. Naja, gut. So, warum sind die nicht... Warum sind die... Achso, der war die Kisten noch nicht da. Drin. Alles klar, okay. Okay, ich verstehe. So, ah, jetzt kommen die Kisten, dann sind die auch an die Wunden. Okay.
So, gut. Warum produziert ihr nicht? Weil ihr keine blauen Chips habt. Und ihr? Weil ihr keine blauen Chips habt. Was ist denn los? Katzi! War doch nicht so krass. Wo ist denn du? Nein, man weiß es nicht. So, blaue Chips sind Mangelware. Okay, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, weil das sah doch eigentlich hier unten ganz gut aus, dass hier ab und zu mal blaue Chips hergestellt werden, aber die sind anscheinend alle schon verbraucht. An was mangelt es euch denn? Rote Chips liegen sogar ganz voll hier. Was mangelt es denn? Hier hinten am Gold? Nee, auch nicht. Auch da. Digga, und hier sind leere Bänder. Hier sind leere Bänder. An. Klar, Titan. An was sonst? An was denn sonst? Meine Herren. Also, unser Titanmangel ist langsam aber sicher nervig. Aber er ist halt gegeben. Da müssen wir halt irgendwie. Irgendwas muss ich da machen, dass das nicht mehr so ist. So, das sieht auch so aus, als wenn die hier nichts mehr zu tun hätten. Und hier, guck mal, wie schön. Ja, das ist da super, ne? Wie die das ausgebaut haben hier. Ah, die Dinger sind auch die falschen. Moment, da muss ich mal ganz kurz mit. Hä? War das nicht Shift gedrückt halten oder ist das ein Downgrade? Achso, einfach bloß mit einer Maustaste. Jetzt. So, die können sie bauen, weil die haben sie. Cool, also das hat sich hier auch schon soweit raus verlagert und alles weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier könnte man das mit den Gleisen nochmal drauf bauen, damit denn hier oben auch ein Schütze draufsteht. Hier müsste doch eigentlich. Ne, hier steht kein Schütze drin. Hier steht ein Schütze drin. Der hat anscheinend auch schon gefeuert. Ja. Cool. Coole Sache das. So, okay. Gut. Immer mal wieder so Kleinigkeiten. Und der große Titanmangel ist halt wirklich, das ist halt wirklich das ganz große Problem, was wir haben, ne? Dass hier halt kein Titan, also das Werk so viel Titan verschlingt, dass wir überhaupt nicht nachkommen, nicht ein Stück. Das ist ganz bitter. Mal gucken, wie viele Kisten da oder wie viele von diesen blauen Chips die da überhaupt haben wollen. Dann wahrscheinlich auch Unmengen eingestellt. Also 210 geht noch. Die sind 630 eingestellt. Ich verstehe mal nicht, wie auf die Fantastilianen dort kommt, aber vielleicht braucht man da so viel. 110 Produktionsschritte. Keine Ahnung. Gut. Es wird gebraucht, aber diese Kiste, es wird gebraucht. Ach, das ist nochmal irgendwo dieser High Capacity, der falsche drinne. Im Bauplan hier. Da ist der schickte falsche drinne, so. Und dann brauchen wir diese blauen Kisten. Mache ich mal ein paar von. Stelle ich mal ein paar von zur Verfügung. Nee, ganz so viel nicht. Mach mal so. Und dann können die Baujungs nämlich dann anfangen, die Dinge auch zu machen. So, okay, gut. Und 9-mal Küstensprengstoff. Habe ich keinen Küstensprengstoff mehr? Wo produziere ich den überhaupt? Warte mal, das war doch auch irgendwo so mit dazu gemauert, ne? Hier. Okay. Sprengstoff hat er noch. Was fehlt ihm denn? Okay, gucken wir uns an. Da fehlt was. So, jetzt wollen wir hier nochmal eine Produktion oder eine Forschung an. Sollte ich eigentlich nicht machen, wenn so lange, wie ich dieses ganze Problem mit dem Material habe, ne? Das ist alles, ja, ist auch nichts irgendwie so richtig doch hier. Ach komm, wir nehmen das nochmal hier. Wenn die Züge schneller an- und anfahren, beziehungsweise schneller von der vollen Geschwindigkeit auf Null kommen,
sparen wir Zeit und wir gehen jetzt mal ganz kurz hier, weil das ist jetzt hier im Katalysatorenweg dazwischen. Ich glaube ja, ne? Sprengstoffproduktion. Gucken wir mal hin, was da los ist, was da fehlt. Ah, ich komme nicht rum. So. Also. Hier fehlen Handgranaten und den Handgranaten fehlen Eisenplatten. Aha. Sind die Silberplatten drin? Weiß keiner. Muss immer irgendeiner fälschlicherweise da reingeschmissen haben. Blup. Sieht ja lustig aus, wenn das da so gleich im Gesicht kommt. Na, hätte ich doch gleich eine Anforderungskiste hinstellen können, ne? Oder ich lasse den Scheiß demnächst umproduzieren hiermit. Egal. So, ich gehe jetzt einfach hier mal bei den Eisen rein und dann hole ich mir mal ein paar Eisenplatten raus. Blaue Chips sind Mangelware wieder mal. Das wird uns woanders auch nochmal richtig hart treffen, dass blaue Chips Mangelware sind. Kannst du wieder nichts produzieren. So. Gehen wir nochmal nach oben, holen da noch ein paar Eisenplatten. Ich schmeiße da unten nochmal 1000 Eisenplatten rein, damit da ein bisschen Sprengstoff hergestellt werden kann. Damit die Bauaufträge mal fertig werden. So. Macht ihr mal. Und dann werde ich später wieder irgendwann hingehen und sagen, warum ist denn diese Produktion so lahm? Naja. Das funktioniert hier ja noch ganz gut. Da habe ich mir auch überlegt, ich habe ja in unseren Werken dann abfallmäßig ein paar Sachen bei den Bollo-Werken. Mitunter ja auch abfallmäßig ziemlich viel Sand und ziemlich viel also mineralisiertes Wasser und beziehungsweise auch so Kristalle, ne? Weil wir haben ja bei dem Bollo-Werk, das können wir uns ja ganz kurz mal angucken, also habe ich einen Abend mal drüber philosophiert, wo ich hier alleine saß. Wo ist es? Fällt ja hier so Crystal Dust und sowas alles ab, ne? Also oder auch nicht, oder Geoden, irgendwas fällt hier ab. Genau, diese Geoden fallen hier ab und die mache ich ja klein. Und habe ich dann als Produktionsreste. Und also entweder verheizt sich die Geoden vor Ort gleich zu Crystal Slurry. Kann ich ja machen, ohne dass ich sie knacke. Ist zwar ineffizient, da kommt halt weniger raus. Aber ich habe dieses Crystal Slurry für Katalysatoren. Oder ich zerhack sie und habe mir schon überlegt, ob ich dann immer so ganz kleine Katalysatorenwerke damit dran baue und dann aus diesen Resten dort vor Ort gleich Katalysatoren herstelle. Weil die brauche ich wie Sand am Meer. Also die brauche ich auch jede Menge von. Und das könnte sich eigentlich gar nicht schlecht, sag ich mal, einarbeiten, beziehungsweise dann ausgehen und passen für uns, wenn wir das denn da, sagen wir mal, anbieten würden. So. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ja. Ha, ich habe die Kommentare nicht gelesen. Das wollte ich noch machen, bevor ich wieder aufnehme. Da waren nicht mehrere Kommentare zu den Dings. Muss ich gucken. Es war aber alles heute auch ein bisschen im... wieder alles mit der heißen Nadel gestrickt, weil wieder mal nichts so geklappt hat heute, wie es klappen sollte. Und hier klappt auch nichts, wie es soll. Dachst. So, und alles nur, weil uns diese roten Bollos so ist. Das kann doch gar nicht sein, dass da so wenig von da ist. Also hier wird ja wirklich, das wird wirklich kontinuierlich produziert. Haben wir hier immer noch irgendwie Verstopfung im Rohr? Ja. Okay, ich werde unten noch eine Vernichtungsanlage einbauen, die einfach hier dazwischen steht. Hier geht's. Hier nicht. Was ist der Unterschied? Hier ist eine Pumpe, da ist auch eine Pumpe drin. Gut, hier natürlich innen nicht viel mehr Rohre und die pumpt hier in einen vollen Tank rein. Na, hier ist wahrscheinlich mehr Platz. Kann ich hier fern entleeren? Nee, kann ich nicht, ne? Muss ich da sein. Das ist mir noch. Oder unten noch eine Vernichtungsanlage rein. Jetzt ist mir egal. Hm, was ist das denn immer? Unstoppender Verkehr.
So, lass uns mal hier unten hinparken. Habt ihr von uns immer so. Ach, Bremskraft 5 ist auch schon erforscht. Sehr schön. Personenhanger ist eigentlich nicht so wichtig. Space Assembly weiß ich noch nicht. Enables Orbital Assembly Multiple Components. Das ist SpaceX Kombinator Assembly Robot. Fusionspower Construction. Das wollte ich auch nochmal machen. Oh. Komm momentan. Advanced Titanium Smelting. Conventional Titanium Casting. Das sollten wir machen auch. Das sollten wir unbedingt machen, ne? Damit wir aus unserem Titan mehr rauskriegen. Ja. Das sollten wir auch machen, dass wir dann das prozessieren und so. Aber da müssen wir Kaliumchloride irgendwo herstellen in Mengen. Aber das sollten wir auf jeden Fall machen. Okay. Dann muss ich Titanwerk umbauen. Titan. Blech. Werk umbauen. Die Dinge. Na, einfach nur, damit ich da mehr Titan rauskriege, denn aus meinem Blech sozusagen. So, und jetzt machen wir hier unten. Einfach ein Überdruckventil. Also ich mache hier einen Kanister hin. Zack. Lass da reinlaufen. Und liegt hier mehr als 80%. Geht's in. Und dann müsste sich jetzt diese Leitung hier eigentlich entspannt haben. Sehr gut. Und diese Leitung ist entspannt, ne? Dann dürfte hier ein bisschen mehr produziert werden. Dann theoretisch müsste hier eigentlich die eine Seite vom Förderband voll liegen. So ist es eigentlich geplant gewesen. Oder so ist es eigentlich ausgelegt gewesen. Da weiß ich jetzt noch nicht, woran es da jetzt hapert. Ist das nicht so klappt? Wo sind die Dinger langsamer geworden? Haben wir davon andere noch? Nee, ne? Da gibt es doch bloß die eine Sorte, oder? Floating Cell oder wie das Ding hier heißt? Ne, da gibt es sogar bessere. Floating Cell 3 und das ist Floating Cell 2. Nee, hier bist du sogar geupdatet schon, hier noch nicht. Und dann würde ich sagen, klopf. Bist hier jetzt nur auch kein großer Hit. Aber die Tanks damit aufbaut, das ist mir völlig wumpe. So, dann machen wir die noch ein bisschen größer. Weil alles andere liegt hier im Massen da, ne? Rohstoffe hier unten, Purified Water haben wir auch mehr als genug. Ich glaube, darum haben sich auch schon Kommentare gehandelt. Da wollen wir mal gucken. So, Advanced Titanium Casting. Das heißt nämlich, dass wir jetzt da unten beim Titanenblech, guck mal, das ist hier, Titanrolle, dass wir da das so aufbauen, dass wir da drei Materialien anliefern, bla 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 und so weiter und so fort, alles hier hin und dann hier das Casting machen mit Coolant und dahin. Also quasi so wie dieses Eisenblechwerk, das da oben hinsetzen. Und noch irgend so ein Dreier, hier mal so ein Dreier, das steht auch auf der gleichen Ecke. Der steht natürlich genau auf einer anderen Ecke. Das heißt, also, wir können es nicht einfach reindrehen dort. Und spiegeln geht ja, glaube ich, auch nicht, aber das kriegen wir hin. Also, das ist unser nächster Auftrag. Ich muss dieses Titanproblem erstmal noch ein bisschen in den Griff kriegen. Und nebenbei werde ich aber, Momenten, hier wird noch gebollert, werde ich aber hier den Auftrag geben, dass die das hier mit Sand schon mal vollschmeißen. Und dass wir dann hier dieses Kreiselding schon mal anbauen mit dem nächsten
Roller-Ding, ne? Also eigentlich müsste ich es hier oben machen, weil ich will hier oben will ich ja das Rote rein haben. Aber dieses Ding will ich dann erstmal als Prototyp haben für den Dings. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier, das mache ich jetzt noch fertig, die Baudrohnen mal wieder voll beschäftigen. Wo ist meine Uhrzeit? 20 Minuten? Ja, das passt. Moment. So, ein Copy. Ganz wie Sand. So. Messen wir hier ganz viel Sand rein. So, dann können die das nämlich hier schon mal machen. Und dann können wir hier auch theoretisch. Vielleicht kann ich das ja komplett kopieren hier, ne? Was müsste ich wieder mit Dings kopieren und alles? Das ist alles wieder so eine Scheiße. Ja. Dann müsste ich erst Sand schmeißen. Okay, warte, Moment. Kriegen wir auch hin. Kann ich ja. Hab ich ja. Ich hab ja Sand hier. So. Sand satt. Einfach mal hier rein. So. Das sollte ja genügend Platz geben. Bis dahin sollten sie auch bauen können, ohne. Naja, hier könnte schon schwierig werden. Weiß ich nicht. Na, aber es ist ja noch im Bereich dessen, dass der hier vielleicht noch ein bisschen bollert. Und der, die da vorher wegballert. Aber wie gesagt, jetzt haben sie erstmal geschätzt Bauauftrag in Höhe von 20.000 Einheiten. Also da werden jetzt einige fliegen. Und wir können uns in der Zwischenzeit um das Titanwerk kümmern. Dann werden wir da hinten weiter ausbauen, dass dieses Karree fertig gebaut ist. Und dann werden wir das als Musterkarree nehmen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss. Ich hoffe, dass das jetzt hier ein bisschen schneller vorangeht. So die Produktion.